Moin Leute, wir gönnen uns heute die beiden Clash Royale Challenges mit und einmal gegen Trimax. Ich bin gespannt, wer gewinnt und viel Spaß. Oh, das wird ja, sogar noch ein 3-Crown. Ich habe bis jetzt zwei Karten drin. Spannender 3-Crown, Leute. Nee, ich lasse das. Die Karten müssen alle wieder raus. Ich muss mir ein komplett neues Deck überlegen. Bin jetzt auch durch und dann würde ich sagen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue mir irgendein random Deck zusammen und das wird komplett zerstören. Nein. Wir gehen gleichzeitig rein. Bist du ready? Letztes Mal mit Coach, heute ohne Coach. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, kämpfen. Ich spiele gegen Trimax. Nein. Verarscht. Der macht mich halt platt an der Stelle, ne? Ich hab halt nichts. Er hat jetzt auch einen Royal Giant hat er dabei. Guck mal. Entspannt. Hast du DPS gegen den Royal Giant? Gar nicht. Ich hab 0 DPS. 0. Was hast du denn für ein Deck? Ich hab mit einem E-Dragon verteidigt. Oh. Wobei, jetzt krieg ich sogar einen ich richtig super guten Angriff scheiße. Ich bin richtig schlecht die ganze Zeit. Oh, ich hab einen richtig, ich hab einen richtig dicken Push. Ich hab einen richtig dicken Push. Er stirbt. 3-Crown gleich. Das ist der 3-Crown. Glaub ich dir nicht. Gewonnen. Let's go. Du hast einen 3-Crown? Jo. Oh, fuck. Ich sehe gerade, der hat meinen Turm. Ich muss mein Deck tauschen. Ich hab kein Damage. Oh, schöner E-Dragon hier. Der geht auch richtig durch, der Dragon. Nee, musst du verlieren, damit wir wieder gleich auf sind. Nein. Steht im Gesetz. Das war auch eine ganz fehlbar. Ich elixiere schon. Ich spiele gerade wie der letzte Vollidiot. Ja, der ist auch rübergesprungen. Siehst du, Digga. Junge, ich mach den Gegner so nass. Das hast du in deinen besten Träumen noch nicht gesehen. Ich schwöre es dir. Auch noch sehr gerne Comeback. Ich habe auch keinen Schaden an seinen Turm gemacht. Ich krieg komplett auf den Latz. Scheiße, ich habe gerade richtig Probleme bei mir. Du verlierst gegen Henker und Jäger Level 7, ne? Ja, ich weiß leider. Okay, also ich habe jetzt einen 3-Crown. Ne, nur fürs Protokoll. Hallo. Wobei ich dein Deck irgendwie auch ganz gut finde. Ja, ich bin auch Pro. Das ist ein komplett bis aufs kleinste Detail durchdachtes Deck. Oh, der hat aber gejuckt ein bisschen. Das wird sogar noch ein 3-Crown, sag ich dir. Auf entspannter Ebene aber. So ohne Tryhard. Das ist echt ein 3-Crown. Natürlich. Ich hätte schwören können. Oh, der Royal Ghost ist wieder unsichtbar. Schön. Nice. Gegner, ich konter ihn richtig doll, leider. Sein Turm kriege ich auf jeden Fall, das ist das Gute. Ich riskiere jetzt was. Vielleicht hat er seinen Mega Knight, dann kriege ich hart auf die Fresse. Ja, er hat ihn. Er hat die Widerreiterin nicht getroffen und die Widerreiterin ist jetzt geraged und Eisgeist hat perfekt. Jo. Oh mein Gott, er hat nicht getroffen. Ja, was schade. Fail. Oh. Ich mach das jetzt ganz lässig. Play rausgehauen. Ganz ja, lässig. Ein bisschen durchcyceln und dann kommt einfach der Digga und dann ist vorbei. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber die war ein kleiner Schockmoment. Der Gegner hat 20 Elixier. Alter, der Turmskins und alles. Der lacht mich aus, weil ich Level 8 bin. Ja. So unfassbar sauber gespielt gerade von mir. Holy shit, Mann. Holy shit. Er raged gerade. So sauer ist er. Alles wegziehen. Nein. Ach Leute, geh doch an den Turm. Was wird das denn jetzt? Also ich habe halt komplett gewonnen. Ich lache jetzt nochmal kurz ein bisschen. Ich auch. Er hat wirklich alles gegeben. Er hat 120% gegeben, hat sich so angestrengt. Und ich habe mit Augen zu quasi gespielt. Kann man schon sagen. 5-1. Was glaubt er, mit wem er hier gambelt? Der Mega Knight, der war schon nicht schlecht jetzt. Alter, Kennedy hat auch noch Subgifts raus. Bro, vielen, vielen Dank. Oh, was ein geiler Executioner. Und Bats, Mega Knight, komplett zerstört. Was macht die Feier? Was hat. Oh mein Gott! Ist ihn gerade geklont? Das war sein Todesurteil, dass er da den Ofen gespielt hat und ich glaube, damit habe ich das Ding jetzt sogar gewonnen. Jo, GG, hab gewonnen. Richtig geiles Game.
Bei mir das auch. Ist ein geiles Game. Ich hatte gerade ein richtig geiles Game. Ich mit auch. Guten Plays und viel Spaß. Ich hatte keinen Spaß. Ja? Die Plays waren auch nicht so gut. Aber er hätte eigentlich gewonnen. Und hat dann Ofen platziert und verloren. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Passt. Ich habe jetzt einen Gegner, der kann's. Der ist echt, ja? der ist solide. Das wird ein richtiges Kopf an Kopf ran, habe ich so ein bisschen das Gefühl hier. Sehr schön, dass es da. Oh, jetzt habe ich. Oh, ich habe sogar einen guten Push jetzt. Wie viel kosten die? Oh ja, ich habe. Oh. Litrimax, es sieht sehr gut gerade aus. Ich kriege einen soliden Push auf die Beine gestellt. Und ich glaube, damit. Jo, ich habe gewonnen. Alles klar. GG. Ich habe auch gewonnen. Nice. Der Junge, was ein Duell, Mann. Was ein Junge, Duell. Das ist gut. Und jetzt bauen wir den Angriff auf und Rich, damit sollten wir ihn, denke ich mal, haben. Gar nicht durch. Jetzt war ich mal kurz mit Schaden dran, aber auch nicht nennenswert viel. Ja, ich glaube, damit müssen wir ihn jetzt haben mit dem Angriff. Das sieht gut aus. Ja, okay, er haut hier nochmal random Ofen rein. Er kriegt das hier sogar verteidigt, ne? Nee. Top. Jo, ich habe Win. 8-1. Warum bist du auch 8-1? Warum bist du 8-1? Mit meinem Deck. Leute, es ist mal ganz kurz, damit ihr wisst, warum das jetzt unlogisch ist, dass Hanky 8-1 ist. Hanky zockt eigentlich Battlefield, Overwatch, League of Legends und Apex und ist da überall unfassbar krass in den Games. Ja, Apex zockt er jeden Tag. Könnt ihr mal rübergehen, Follow da lassen. Das sind seine Games. Aber in Clash Royale und Clash of Clans, er spielt die Games, aber richtig gut ist das nicht, was er da zusammenbastelt. Aber dass er jetzt hier 8-1 steht, finde ich sehr beunruhigend. Das wäre schon. Du hast ja sogar das Fortnite Kill Duel gegen mich gewonnen. Richtig. Nein, du kannst nicht die beide Challenges gegen mich gewinnen. Das wäre ganz bitter. Weil ich 1000-mal mehr Spielzeit habe als du. Kacke. Kacke, es war too much. Ich hätte ihn anmachen müssen. Das waren die schlechtesten Guards aller Zeit. Ich habe noch nie gegen Mauerbrecher gespielt. Das war ja das Un. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie ich gerade versagt habe. Sehr. Also das war das Schlechteste in Clash Royale, was ich in diesem Jahr gemacht habe. Wirklich. Im Jahr 2020 war das mein schlechtester Clash Royale-Move. Ich verteidige so gut, aber ich komme nicht an seinen Turm ran, weil er diesen scheiß Fischer dabei hat oder wie der Kack heißt. Der hat doch, was hat der für eine Drecks-Defense? Da würde ich mega ausrasten, wenn ich du wäre. Ja. Du hast alles gesetzt, was du hast. Ja, ich weiß. Lucian, keine Chance. So eine Scheiße. Keine Chance, ich komme nicht durch. Der hat immer alles komplett ready gehabt. Was ein scheiß starkes Deck. Leute, wenn ihr der Challenge flawless durchgehen wollt, spielt das Deck. 3, 2, 1, kämpfen. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich gewonnen. Ich gönne dir dasselbe Deck, was der Typ gerade hatte. Gönne ich dir einfach mal. Okay, ich habe seinen ersten Turm nach 10 Sekunden gefühlt. Was? Er muss jetzt verlieren, damit ich noch eine Chance habe, die Challenge zu gewinnen. Das ist ja ein 1 gegen 1 hier quasi. Kann er bitte treffen? Ach du Scheiße, war das dumm. Ich habe gerade meinen Holzfäller und meine Windreiterin in seinen Sparky reingesetzt. Auch nice. Ich finde, das hat was. Wir haben die Challenger genauso gemacht, wie man sie machen muss. Wir haben uns kein Deck, irgendwie vorgeschlagenes Deck reingezogen oder irgendwas. Oder uns fehlen viele Karten. Wir haben wirklich mit den Karten, die wir auf gutem Level haben und die in der Challenge verfügbar sind, die wir überhaupt erst freigeschaltet haben, die gezockt. Und dafür finde ich das ziemlich nice. Ich habe alles, was ich habe, gerade gefailed an der Stelle. Holy shit. Aber ich glaube, ich kann deffen. Alter, was eine geile Defense. Kann ich deffen. Okay, ich habe jetzt gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja. Bist du jetzt komplett durch? Ich bin komplett durch. Ich hatte ein geiles Deck, ich habe gut gespielt. Ich hätte damit selber nicht gerechnet. 10-1 ist halt absolut GG. Nächster Emote auf dem Free-to-Play-Account. Ich mache jetzt meine letzte Runde. Aber ich will da jetzt auch nicht Floppy und Big Spin irgendwie
die machen das ja, ne? Das wäre ja irgendwie... Alter, richtig gut. Der Turm geht down. Beide seine Karten einfach weg gewesen. Die haben nichts gebracht. Die Windreiterin ist es halt. Du siehst das, ich bin Windreiter-Pro. Falls du mal irgendwie eine Windreiter-Challenge nochmal hast und du einen Pro einladen willst, sag mir Bescheid. Ich finde die Karte, macht die Karte gar keinen Spaß, ne? Ich liebe die. Mir hat noch keine Karte, doch, der Golem mit Klon hat mir mehr Spaß gemacht. Ich glaube, der hat aufgegeben. Ja, guck mal, das ist meine letzte Runde, Leute. GG's in Chat. Das ging halt wieder GG's ganz locker flüssig durch, ne? Strong, aber auch 10 Wins. 10-2, ne? 10-2. Strong. Ist gut. Ich hatte damit die Challenge gewonnen, aber sehr stark gespielt. Die nächste Challenge ist schon wieder in 4 Tagen da. Musik.